Servus beim Waffenhof. Grüß euch. Wir haben wieder ein geschichtliches, sehr, sehr, sehr spannendes und auch relevantes Thema für euch. Wir befassen uns heute nämlich mit dem Mauser-Tankgewehr. Den meisten Sammlern, Schützen von euch wird es wahrscheinlich ein Begriff sein. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Es ist nämlich weltweit die allererste Antipanzerbüchse, wenn man es so beschreibt. Grundsätzlich ist es ja nichts anderes, oder es schaut auf den ersten Blick aus wie ein Gewehr 98 oder zumindest ein 98er System aufgeblasen mit Testosteron. Ja. Mehr oder weniger ist es das ja auch im Grunde. Wenn wir uns das anschauen, alleine mit dem Verschluss, die ganze Sache, das ist eben eigentlich schon sehr groß. Im Vergleich dazu, wenn wir uns das anschauen, zur gesamten Geschichte kommen wir natürlich gleich, habe ich hier einen schönen K98B. Ja, da ist schon ein gewisser kleiner Unterschied. Also Systemhülse, das Ganze ist nichts anderes als eigentlich ein aufgeblasenes System 98. Spannend hier ist ja auch grundsätzlich die gesamte Geschichte. Wozu wurde das gebaut, wozu wurde es gebraucht und warum das Ganze überhaupt? Angefangen oder grundsätzlich geschichtlich gesehen sind wir im Ersten Weltkrieg. Das war dann die Sache gegen Ende des Krieges schon hin Richtung 1918, beziehungsweise genauer gesagt 1917, die ersten Einsätze an der Somme, zum Beispiel in Frankreich, wo die Briten unter anderem mit den ersten Tanks, also mit den ersten Panzern, aufs Schlachtfeld gerückt sind. Der deutsche Soldat kannte das bis dahin noch nicht, war natürlich Riesenschock, sehr überrascht, was das denn jetzt sei und wie man das bekämpfen kann. Mit dem 08 Maschinengewehr, da dagegen klopfen, hatte wenig Sinn und es wurde schnellstens auf schnellstem Wege gefordert, ein Wirkmittel zu entwerfen bzw. zu produzieren. Und das war die Aufgabe von Mauser eben. Wurde getüftelt sofort, 1917 bereits lagen Pläne am Tisch, 1918 wurden dann die ersten Stücke gefertigt. Aber bevor eigentlich das Tankgewehr richtig gekommen ist, die ersten Maßnahmen eigentlich, wie sie diese Tanks bekämpfen wollten, waren, als sie noch versucht hatten, einfach bei den Standardpatronen die Geschosse rauszugeben aus den Hülsen und dann verkehrt herum wieder in die Hülse reinzuladen. Also das hatte hin und wieder manchmal funktioniert, weil es anscheinend die Panzerung irgendwie besser durchschlagen sollte oder hatte. Das sind eben Mutmaßungen, Versuche von Berichten von damals. Das ist eben, inwiefern das Ganze relevant war oder nicht, das kann ich nicht bestätigen, können wir nicht bestätigen, wir waren nicht dabei. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es gerne in die Kommentare, das wäre gerade geschichtlich oder geschichtshistorisch sehr spannend. Weiter eben zum Mauser-Tankgewehr. Warum Tank? Weil die Briten eben damals die ersten Panzer, die Tanks, eben unter einem Codenamen geführt hatten, eben unter einem Tank, dass es nicht aufgedeckt wurde, was es war, und deshalb eben auch das Tankgewehr. Kaliber ist ganz spannend, das ist die Patrone 13x92R Halbrand, also das ist eine Randpatrone, eine aufgeblasene. Man muss dazu sagen, es werden wahrscheinlich einige einen Schusstest wünschen, wir können es allerdings nicht versprechen. Das Problem ist, die Patrone ist erstens, die Originalen sowieso sind Sammlerpatronen, kosten irrsinnig viel Geld heutzutage am Sammlermarkt. Einige hundert Euro schon einige pro 100 Schuss. Euro. Pro Schuss sind natürlich ausnahmegenehmigungspflichtig, eben auch Kategorie A. Es gibt schon Hersteller, die würden sie noch machen, aber es ist einfach viel zu teuer und im Grunde, wir werden sehen, wir können es nicht versprechen, ob wir das Gewehr oder ob wir die Tankgewehr nochmal schießen werden. Eventuell in ferner Zukunft, wir werden sehen. Wir haben grundsätzlich gesagt, wir machen die Theorie zu dem Ganzen, weil es doch relativ spannend ist und eben auch weltweit die erste Antipanzerwaffe, so gesagt. Interessanterweise mit der 13x92R konnte eben die Panzerung auf 100 Meter bis ca. 25 mm durchschlagen werden, erfolgreich. Was unter anderem auch dazu geführt hat, dass die Panzer auch gestoppt wurden. Zwar oft nicht gleich, es kam eben darauf an, was man getroffen hat. Ob der Fahrzeugmotor beschädigt wurde oder zerstört wurde, ob ein Besatzungsmitglied vom Tank getroffen wurde, das kam eben immer dann darauf an, wie der Schütze eben gezielt gefeuert und getroffen hat. Beim Schießen grundsätzlich kennt man es von der gesamten Lektüre, dass es absoluter Albtraum war. Also
alles andere als wirklich gut. Dagegen ist ein normaler K98 oder ein Gewehr 98 wirklich sanft zu schießen. Das Problem, erstens die riesengroße Patrone, die sehr leistungsstark war zur damaligen Zeit. Dann das nächste war grundsätzlich der Schaft. Wir haben keinen Gummiabschluss, kein gummierter Abschluss. Das keine ist eben Federung, nichts. Reines Schaftholz, genau, keine Federung. Das Ganze als 98er System starr verriegelt. Vorne kein Mündungsfeuerdämpfer oder keine Mündungsbremse. Also alles in allem war es sehr unangenehm zu schießen. Angeblich sollte es auch mehrmals zu Schlüsselbeinbrüchen gekommen sein, nach mehreren Schuss. Und im Grunde war das, wenn man Schütze war von einem Tankgewehr, ein eher undankbarer Job oder undankbarer Beruf, wenn man es so beschreiben kann. Ich selbst würde es auch nicht wollen, aber gut, das war leider damals so. Ja, was du aber nicht vergessen darfst, das war halt einfach die allererste Panzerabwehrwaffe. Also vorher kannte man das noch nicht, dass man mit so großen Kalibern aus einem eigentlich transportablen Gewehr schießen könnte. Also alles andere ist danach gekommen, ist klar. Das erste Gewehr muss nicht unbedingt perfekt sein. Genau. Auch hier spannend, beim zweiten Modell, was wir haben, auch die ganzen Stempel, unter anderem auch im Schaft und so weiter. Wir haben hier die Aufnahme fürs Zweibein. Das war klassisch 1:1 dasselbe Zweibein eigentlich wie von MG0815, also vom leichten transportierbaren deutschen Maschinengewehr. Das war 1:1 so ziemlich dasselbe. Geschossen wurde mittels Kirme und Korn. Die Visierung hier relativ länglich, interessanterweise aber nur einstellbar bis 500 Meter. Kippen wir es das dann, war eigentlich so die effektive Einsatzschussweite. Also wenn man es hier sehen kann, bis 500, eben wie man es kennt vom normalen Karabiner 98. Und auch auf der Systemhülse die Beschriftung, eben das Mauser-Logo mit 1918. Genau, spannend. Der Schaft wurde zweigeteilt durch die Größe des gesamten Gewehres und vor allem des Schaftes. Man konnte ja diesen nicht wie bei einem normalen Gewehr 98 einfach so umfassen, deshalb wurde eben zur Griffsicherheit oder zum besseren Griff wurde eben hier ein Pistolengriff adaptiert und befestigt, was das Ganze dann auch irgendwo besser gemacht hat. Es ist ein Einzellader, wir hatten das glaube ich schon erwähnt, also es gibt kein Magazin, jede Patrone musste von Hand einzeln geladen werden. Wenn wir hier den Verschluss uns anschauen, wahnsinnig riesiger Verschlussblock mit zusätzlichen Sicherheitswarzen, seitlich auch Verschlusssicherung und genau, geladen. Wenn wir gespannt sind, wie beim Gewehr 98, dasselbe mit der Sicherung, also praktisch auch Mittelstellung und rechts komplett gesichert. Kannst du ihn eigentlich noch auseinandernehmen, wenn du schon dabei bist? Du kannst ihn auseinandernehmen. Ja, spannend. Dann musst du aber sichern. Wenn wir uns das anschauen, hier noch kurz, bevor wir das machen, der Verschluss und dann dieser. Ja, ist 98er auf Testosteron. Hat aber funktioniert. Und weil es so interessant ist, werden wir euch den noch kurz auseinandernehmen. Was dann auch erwähnen sollte, ist, dass im Verhältnis zu dem Verschluss vom 98er beim Tankgewehr hat der auch hier diese riesigen Gasentlastungsbohrungen. Also falls es zu einem Hülsenreißer kommen sollte, dass hier die überschüssigen Gasströme raus könnten. Und beim Tankgewehr im Vergleich zum normalen 98er Verschluss auch noch, beim Tankgewehr hat man hier 4 Verschlusswarzen, also 2 vorne und 2 hier hinten. Zur also, Sicherheit. Dass wirklich bombenfest der Verschluss sitzt. Und dass nichts sein kann. Dass genau. nichts passieren kann. Es ist, weiß nicht, ob wir es schon erwähnt hatten, es ist die Waffe an sich. Im Idealfall wurde sie zu zweit getragen. Es ist irrsinnig schwer. Das gesamte Gehäuse hier ist ein Block, wo es praktisch rausgedreht und rausgefräst wurde. Extrem dick, extrem schwer, zwar zuverlässig, aber eben relativ unhandlich. Aber was will man schon sagen, es ist die allererste Antipanzerwaffe weltweit und das war zur damaligen Zeit wahrscheinlich das Beste, was es gab. Wie beim 98er dann, wie gesagt, wenn er gespannt ist und die Flügelsicherung nach oben gesichert, dann einfach hier hinten das Schlösschen rausdrehen. Nur ist halt hier der Schlagbolzen etwas länger. Also das ist schon gewaltig. Genau, massiver Verschluss. Wir werden uns bemühen, in Zukunft versuchen, ein paar Patronen aufzutreiben. Aber wie eben schon erwähnt vorhin, das Schwierige dran ist, es gibt
kaum ein Hersteller, wenn dann irgendwo international und da wiederum sehr teuer in der Anschaffung. Also die Patrone ist ja jetzt nicht alltäglich. Ja, zurück eingesetzt vom Verschluss haben wir das ganze System dann auch wieder komplettiert. Wenn es auch um das Thema Schießen geht, ich will unbedingt das Tankgewehr schießen, wenn das jemand sagt. Es gibt eigentlich sehr viele von diesen Tankgewehrs, die eigentlich leider oder auf der anderen Seite auch Gott sei Dank umgebaut wurden auf 50er BMG. Das hat einfach den Sinn, weil die 50er BMG, da gibt es die Munition zum Saufüttern, also die bekommt man eigentlich überall her. Gerade auch für deutsche Schützen, die das dann auch irgendwie probieren wollen. Also da gibt es eigentlich einige von diesen Tankgewehr, die umgerüstet wurden auf 50er BMG. Für den Sammler zwar nicht so interessant, weil es halt nicht das Originalkaliber ist, aber wie gesagt, für jeden Schützen eigentlich so gesagt besser. Von der Verfügbarkeit auf jeden Fall. Wir werden in Zukunft oder in naher Zukunft versuchen, Munition aufzutreiben und in dem Fall, wir können es natürlich nicht zu 100% versprechen, werden wir es dann auch für euch testen. Es wird wahrscheinlich etwas wehtun, ist aber egal, denn für die Community, was macht man nicht alles dafür? Ein spannendes Thema unserer Meinung nach. Das Tankgewehr ist ja auch in Sammlerkreisen im Ausland sehr gefragt, gerade Erster Weltkrieg, erst dieses ganze Thema. Ich persönlich finde es spannend, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat und vor allem, wo die damals gestanden sind, wo wir technisch heute schon stehen. Das ist einfach ein Riesenschritt, man muss es auch erwähnen. Ist ein sehr spannendes Thema. Wenn ihr noch Fragen habt oder generell Anregungen oder Zusatzinformationen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind auch dankbar und froh. Würde uns freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ist zwar nur Theorie, aber leider geht es zurzeit nur so. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Video.